So, weiter geht's mit dem Whistleblower-DLC. Wir sind hier immer noch in der Nähe des Gasraums, müssen an den Gas abdrehen. Und der Mörder mit der Axt läuft hier immer noch frei durch die Gegend. Wenn man ihn jetzt zum Beispiel wieder hört. Ja, dann werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwie ne, einen Weg finde, das Gas abzustellen und dann irgendwie mich hier zu verpissen. Hier steht's ja, Gasraum. Da vorne ist er. Hat er mich schon gesehen? Nein! Aber man kann hier nicht durch, das ist das Problem. Und da geht's auch nicht weiter. Tja, irgendwo muss ein Teil sein mit dem Gas hier. Ach, guck mal, da oben vielleicht. Nein! Kann es schon mal nicht sein. Ach so, bescheuert, ey. Da hat er mich schon wieder, ich glaub's nicht, ey. Wie schnell ist denn der Typ, ey? Irgendwo muss es doch hier was geben, ey. Glaube, ich bin richtig, oder? Ne. Aber jetzt hat er mich nicht. Batterien werden ja auch irgendwann ausgehen. Nein! Nein! Oh! Was soll denn das, ey? Ah, die scheiß Tür hier. Ich weiß es nicht, wie es hier weitergeht. Das war's. Ja. Ich sehe hier leider keinen anderen Weg irgendwie. Bisschen behindert, würde ich mal sagen. Drehe das Gas ab, um Zugang zur Luftschleuse bekommen. Ja, aber wo drehe ich denn das Gas ab? Ich weiß ja nicht mal, wo ich das abdrehen soll. Hier vielleicht? Scheiße. Muss doch hier irgendwie durch. Ich verstehe das nicht, ey.
keine Funktion, wo ich was abdrehen kann. Ach, hier geht's hoch. Alles klar. Oh, gut. Dann haben wir es ja erstmal geschafft. Meine Fresse. Hier dürfte er jetzt eigentlich auch nicht herkommen. Und drehen wir mal. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Dann müssen wir wieder zurück jetzt. Wenigstens wissen wir jetzt Bescheid. Mensch. Können wir hier durchgehen? Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen wir zu einem Gefängnis. Hoffen wir mal nicht, dass das Gefängnis von dem Hauptspiel ist. Jetzt draußen? Ich sehe hier einfach mal nichts. Viel zu hell. Ist ja einfach nur noch grau hier. Grauer Schlamm. Ich sehe nichts. Sind wir denn jetzt hier? Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Da hier welche Leute rumlaufen. Was war das? Was war das? Ich seh's nicht. Oh, halt die Fresse. Oh, der Stab war ganz dicht neben mir und ich hab ihn nicht gesehen. Oh. Der haut er mir auf den Hinterkopf. Was geht denn mit dem kaputt? Ich glaube, ich sprinte. Da, ich höre wieder was. Oh, da ist er. Was sind das denn für Bastarde? Ach, halt doch mal dein Maul, ey. Oh. Alter Schwede. Oh! Wer ist er denn? Nein! Fick dich. Mach zu die Tür hier. Der kommt jetzt gleich hier rein. Oh. Tür jetzt aufgemacht hier. Soll ich denn jetzt hier lang? Ich hab doch hier gerade gespeichert. Ohne geht's nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht rüber. Was muss er hier? Wo muss es ja hier weitergehen? Jetzt hätte er ja nicht gespeichert, ne? Wir müssen irgendwie rein.
Tja. Tja, wo geht es jetzt weiter? Ist ein Schloss. Geht's hier nicht weiter. Zurück. Ich war der hier gespeichert gehabt. Aber ich gehe jetzt hier auch nicht mit. Ah, hier vielleicht. Okay. Wer war das denn schon wieder? Ich gehe jetzt nicht wieder aufs Feld raus. Hier sind wir ja hergekommen. Ach, ich glaube es nicht. Also beim Spiel ist es ja meistens so, dass es immer nur einen Weg gibt. Und spielen Basketball. Ich will mitspielen. Ey, lass mich mitspielen. Hallo, hallo. Ist hier nicht irgendwo weiter? Mal da hoch, aber kommt man denn da hoch? Da ist eine Leiter. Will die nicht runterlassen? Ne, die ist oben. Kann nicht wahr sein, müssen hier irgendwie weiter. Gibt's doch nicht. Müssen wir wieder zurück. Kommt gleich wieder der Typ hier, der mir wieder von hinten an den Kopf schlägt. Da ist er. Da war er doch eben. Ist jetzt echt hier durch den Wald, ja. Echt wieder rein, ey. Ich glaub's nicht. Ich will da nicht mehr rein. Was geht mit dir denn? Alter Schwede. Oh Mann, ey. Noch ist alles gut. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist eine Leiter. Oh, meine Güte. Sind wir jetzt auf dem Basketballplatz hier? Ich will jetzt zum Basketballplatz. Ich will jetzt Basketball spielen. Verdammt Scheiße. Komm, lass uns Basketball spielen. Ich will nicht raus. He looks nervous. I would like to kill him. Dem fehlt der Kopf. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Scheiße. Oh, da kam ein Kopf. Ich spiele Basketball. Nein! Geht weg! Alter Schwede. Journal, immer wieder was zum Lesen. Erstmal Tür zu machen hier. Wir wollen hier keine Eindringlinge haben. Vor
Von J. Billing an K. Vigalando. Betreff Patient Samuel. Gut, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt und ist unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solche obskurse und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Ja. So, welche Tür war jetzt was hier? Ist ja eigentlich egal, ne? Na, hier geht's auch nur wieder zurück. Die Tür ist zu. Okay. So, hier, ja, nix. Zurück müssen wir, glaube ich, nicht. Dann gehen wir mal weiter. Was? Ich hau ab. Wenn ich hier schon irgendwas schleichen höre, ist nicht so mein Fall. Oh, wer bist du? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Hat mir nichts getan, aber es ist halt hier in dem neuen DLC öfter mal so, dass die einem nichts tun. Da ist auf jeden Fall ein Funkgerät. Sollte ich hier nicht gelangen zum Funkgerät ins Gefängnis? Hier ist doch ein Funkgerät. Ne? No? Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay. Wieder ein Funkgerät. Batterien brauchen wir hier erstmal keine. Ja, gucke, da laufen sie. Da ab. Und jetzt nicht wieder in dem Gasraum, oder? Da ist ein Funkgerät. 1, 2, 3, 4, Test. Roger that, affirmative. Wer bist du denn? Du hässliches Stück Scheiße. Du bist doch nicht ganz dicht, Junge. Junge. Waylon, you couldn't just keep it up. Couldn't just play along. Do me a favor and die here, Park. Er glaubt auch, mit dem Schlagstock ist er jetzt hier gut gesichert, oder was, ey? Spaß, ey. Was ist jetzt unser Auftrag? Gelange zum Gefängnis im Funkgerät. Ja, Funkgerät ist kaputt. Kaputt. Mal ganz ruhig hier, ne? Nein! Nein! Hau ab, Junge! Hallo! Ach, der sieht mich ja! Ah,
Ah, hier ist wieder so eine Enge. Ha, guck mal, das bin ich. Ah, schön. Ah, ist das schön. Hässliches, fettes Ding, Alter. Da schreibt wieder eine Bilder an die Wand. Der malt hier wieder eine Runde. So hatten wir diese. Ich glaube, wir hatten das hier schon mal. Mit dem Reporter, die Szene hier mit dem Down. Ronde, Ronde, Ronde. Jemand, der so wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort an einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre Stiefel leckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein engstündiger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Nur entkommen. Denn entkommen wir mal. Oh. Oha. J. Blair an R. Traeger. Betreff Scheinschwangerschaften. Echter Profit, Rick. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen vom Protect Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage, warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jair. Okay. An der Stelle mache ich dann erstmal einen Break. Und dann geht's die nächsten Tage weiter. Alles klar. Vielen Dank, Leute.